Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist es so schönes Wetter und haben kurzfristig überlegt zu grillen. Und damit wir auch einen Salat dabei haben, nicht nur eine Wurst auf den Grill schmeißen, machen wir auf die Schnelle mal einen Salat fertig. Für den Salat brauchen wir eine Dose Kidneybohnen, eine Dose Mais, eine Dose Thunfisch. Was wollen wir? Thunfisch. Dann eine Zwiebel und ein Stück Schafskäse. Salz und Pfeffer zum Nachwürzen. Lass uns loslegen. Jetzt klaue ich mir ein Messer aus meinem Messerblock und fangen an, die Zwiebel vorzubereiten. Ich schneide sie halb durch. Ich weiß, ich bin kein Koch. Ich mache das anders wie andere. Immer schön auf die Fingerchen aufpassen. Und ab in die Schüssel. Dann kommt der Schafskäse an der Reihe. Jetzt machen wir den schön klein. Den schneide ich einfach jetzt grob in Würfel. Das kommt schon so vom Messer runter. So, jetzt kommt Mais und Kidneybohnen dazu. Dann nehmen wir den Thunfisch auch damit rein. Und rühre das gut durch. Mach den Thunfisch auch noch ein bisschen kleiner. Jetzt probiere ich ihn kurz. Kann noch ein bisschen Salz dran. Und ein bisschen Pfeffer. Misch das Ganze noch mal schön durch. Und wenn ihr jetzt immer im Keller eine Dose Kidneybohnen und eine Dose Mais und eine Dose Thunfisch habt, könnt ihr jederzeit innerhalb von in kürzester Zeit einen Salat zaubern. Perfekt. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Es war zwar einfach und schnell, aber dafür ist er genauso lecker, wie er sein soll. Macht ihn nach. Schickt uns einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Sagt uns, ob euch geschmeckt hat. Wir würden uns tierisch drüber freuen. Bis dann. Ciao. Mal schauen, ob gleich noch was vom Salat übrig bleibt, was? Das sieht gar nicht danach aus, weil, lecker. Oh, oh.